Hey Freunde, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 19 und jeder kennt garantiert dieses Problem hier. Oh, Jenny, die Schokocreme ist alle. Die Schokoladencreme ist alle. Was machen wir da? Wir machen sie uns einfach selber. Hier das Video dazu. Freut euch. 19. Dezember, Türchen Nummer 19. Wir machen Schokoladencreme. Alles, was ihr dazu braucht, sind eine Tasse Haselnüsse gehackt, 240 Gramm Vollmilchschokolade, 100 Gramm Zartbitterschokolade, 3 bis 4 Esslöffel Öl, wobei es echt mehr sein kann, sonst ist sie steinhart. 3 Esslöffel Puderzucker. 1 Esslöffel Backkakao oder Kakaopulver. Sowie einen halben Teelöffel Vanilleextrakt. Und ein Dreiviertel Teelöffel Salz. Und das Ganze wird folgendermaßen hergestellt. Wir wiegen zuallererst unsere Schokolade ab. Mein Freund kümmert sich um die Zartbitterschokolade, während ich die Vollmilchschokolade abwiege. Schön klein machen. Desto kleiner sie ist, desto besser lässt sie sich im Wasserbad anschließend schmelzen, unsere Schokolade. Genau, die ganze Packung sind 100 Gramm, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, jetzt die Vollmilchschokolade noch zur Zartbitterschokolade dazu. Und da ist auch unser Klaumonster unterwegs. Schokolade geht es eigentlich immer für ihn. So, einmal bitte Wasser erhitzen und die Schokolade hin draufstellen im zweiten Topf. Und dann immer mal wieder gelegentlich umrühren, damit die Schokolade nicht anbrennt und nicht anhängt. Schokolade. Und das Klaumonster ist wieder unterwegs, was ein bisschen Zartbitterschokolade probieren möchte. Aber festgestellt habe, dass es nicht so cool ist. Ey, da ist eine Fliege. So, so langsam wird die Schokolade flüssig. Sehr gut, aber es ist noch nicht flüssig genug. So, wird auch noch weiter warten. So, jetzt ist unsere Schokolade flüssig genug. Sieht super gut flüssig aus. Dann können wir das Ganze jetzt einfach vom Herd nehmen. Und uns um den Rest kümmern. So. Jetzt müssen wir unsere Tasse Haselnüsse abwiegen, ohne die Tasse dabei zu zerstören. Bum, 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 bum. So, das macht ihr in einen Rührtopf, wo ihr drin vernünftig umrühren könnt dann am Ende alles. Zu den Haselnüssen gebt ihr jetzt einfach euer Öl hinzu. Mal gut, dass man was sieht, was ich tue. Wie gesagt, ich habe zu wenig Öl genommen.
Es ist bei mir mehr fast steinhart gewesen. Ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Esslöffel drin. Ihr könnt aber ruhig... Ich habe vorhin zwar 3 bis 4 gesagt, aber ich glaube, es können sogar 5 oder 6 Esslöffel Öl sein, damit es dann wirklich eine geschmeidige Creme wird. So, nun geben wir unsere 3 Esslöffel Puderzucker zu der Öl-Haselnuss-Mischung hinzu. Schon einmal umrühren, weil das Öl natürlich alles verklumpen lässt. Den Kakao hinzugeben in einen Esslöffel. Und unser Salz. Und jetzt kommt das Vanilleextrakt hinzu. Alles kräftig miteinander verrühren und nun könnt ihr auch schon die Schokolade hinzugießen zu unserer Mischung. Am besten mit dem Gleichschaber die Schale noch richtig auskratzen, dass man nichts verloren geht von der Schokolade. Ordentlich sauber kratzen die Schale und mit in die große Schale geben, wo der Rest auch schon drin ist. Und dann müssen wir das Ganze eigentlich nur noch ordentlich verrühren. So, alles einmal kräftig durchrühren. Es sieht zwar jetzt momentan sehr, sehr flüssig aus, aber ich garantiere euch, es wird fest werden, so wie ich es gemacht habe. Wenn ihr erstmal eine Menge an Öl nehmt, ist nicht schlimm. Sobald ihr es abgefüllt habt und es hart wird und ihr merkt, es ist zu hart, kann man das Ganze nochmal wieder erwärmen und nochmal wieder Öl nachgießen. Bis man halt die richtige Konsistenz hat. Ich konnte es nicht machen, weil ich noch eine zweite Creme gemacht habe, die ich mit dazugefügt habe. Ja, das ist schon mal die so halbwegs die fertige Schokoladencreme. Und wir haben unser Problem hoffentlich gelöst, dass wir eine fertige Schokoladencreme am Ende haben. Jetzt wird's probiert. Däumchen nach oben. Schmeckt. Ja, ihr Lieben. Und das war Türchen Nummer 19. Morgen habe ich noch eine zweite Creme für euch, die in Kombination mit der heutigen
Schokoladencreme sehr, sehr gut schmeckt, auch perfekt für Weihnachten geeignet. Und daher freue ich mich auf das 20. Türchen Eis, ihr Lieben. Bis morgen, bis denn, macht's gut.